Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Plays wieder Moritz. Es geht weiter. Yay! Wir waren dabei stehen geblieben, Lysander zu suchen. Stimmt ja. Vielleicht finden wir ihn ja. Mal gucken. Ich habe mich beeilt und bin mitten im Lauf plötzlich mit jemandem zusammengestoßen. Oh, super. Nina ist schon wieder da. Aua! Ich weiß, ich bin klein, aber trotzdem, du hättest ruhig ein bisschen aufpassen können. Nina? Verfolgt sie mich etwa? Oh Gott, sie will mich umbringen! Sie will mich umbringen! Nein! Na und? Ich darf dir ja wohl hinterherlaufen, wann ich will. Liegt es daran, dass Lysander zu mir kommt? Sie will mich umbringen, sie will mich umbringen. Sie will mich umbringen. Moment, 17? Ja, das ist doch die Episode, die wir gerade haben. Gut. Ah, hier hab ich auch noch nicht. So. Jetzt ist alles geregelt. Ja. Okay. Ist er schon da? Nein, er muss sich verlaufen haben. Oder er hat einfach keine Lust herzukommen. Ich bin sicher, dass es ist. Ja, und ich bin mir sicher, dass es das andere ist. Er hat sich eindeutig verlaufen, denn schließlich wollte er uns helfen, weil wir Probleme haben, die dich nichts angehen. Also geh weg. Ich mag dich, Nina, aber du bist unheimlich. Wirklich. Ich finde ihre Strähnchen so süß. Wieso können wir uns keine Strähnchen machen? Das finde ich blöd. Wie kann sie so schnell ihre Stimmung ändern? Aber wir wären auch nicht zu zweit allein gewesen. Rosalia und ein paar andere kommen auch. Wirklich? Natürlich! Meine Eltern würden mich umbringen, wenn ich allein mit einem Jungen in meinem Zimmer wäre. Wie alt sind wir nochmal? Sollten wir nicht alt genug sein, um das machen zu dürfen? Ich meine, es gibt ja auch Leute, die haben männliche Vor. Okay, nein, ich verstehe das. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Kann ich da nicht auch kommen? Also, wir werden über Dinge reden, die mit der Schule zu tun haben. Und weil du nicht auf unsere Schule bist, glaube ich kaum, dass dich das interessieren wird. Ist denn etwas in der Schule passiert? Das ist kompliziert. Tut mir leid. Ich kann mit dir da einfach nicht re darüber einfach nicht reden. Tut mir wirklich leid. Ich mag dich, aber es geht einfach nicht. Wenn du mir nichts sagen willst, muss ich hier im Lysander fragen. Ich werde ihn sowieso als erstes finden. Er wird mir alles erzählen und ich umarme ihn zum Dank. Rühr ihn nicht an. Ich glaube, wenn es dir Spaß macht, würde bei ihr Pluspunkte geben, aber ich glaube, wenn ich sage, rühre nicht an, gibt das Pluspunkte bei Lysander. Ha, ist egal. Rühre ihn nicht an! Sie ist kichernd weggelaufen. Mist, ich muss mich beeilen. Nee, Moment. Ah, falsch. Ich wollte in den Park. Verdammt! Oh, Moment. Er ist noch an der Schule. Haha! Oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin den ganzen Weg noch einmal zurückgegangen, aber Lysander war nirgends zu sehen. Vielleicht ist er noch in der Schule? Er ist nicht vor der Schule. Juhu. Wenn ich Lysander wäre und mich verlaufen hätte, wo würde ich hingehen? Was ist das denn? Gute Frage. Wo würde ich dann hingehen? In eine Bäckerei! Nein. Vielleicht würde er shoppen gehen. Ich weiß nicht. Steht Lysander auf Shoppen? Vielleicht shoppt er ja Musikinstrumente, kann doch sein. Ich habe einen kleinen Zettel vom Boden aufgehoben. Das ist einer von den Zetteln, auf denen ich meine Adresse notiert habe. Das erklärt alles. Er hat den Zettel verloren. War ja klar. Wenn Lysander mal etwas nicht verlieren würde, wäre das echt ein Wunder. Der verliert ständig etwas. Da bist du ja! Entschuldige, ich habe mich verlaufen. Nein, ernsthaft! Wie schockierend! Das wusste ich ja noch gar nicht. Das habe ich gemerkt. Ich suche dich schon eine ganze Weile. Ich habe ihn von Nina gefunden. Yes! Ich bin erst eine ganze Weile durch die Gegend geirrt. Dann habe ich mich erinnert, dass es das Beste ist, wenn man sich verlaufen hat, an einem Ort zu bleiben und abzuwarten. Stimmt, so hätten wir Zeit gespart. Wenn wir alle, wobei er hat sich verlaufen, ich habe ihn gesucht. Ja, okay, es war das Beste. Wobei, die ganze Zeit an einem Ort zu bleiben, vielleicht findet man trotzdem niemanden. Also, ich würde das nicht machen. Vor allem würde ich nicht so ruhig bleiben wie er. Hey.
Es tut mir leid, ich konnte den Zettel nicht mehr finden, auf dem du deine Adresse notiert hattest. Naja, das liegt vielleicht daran, dass du ihn verloren hast, so wie alles, was du besitzt. Du hast ihn verloren, ich habe ihn unterwegs zufällig gefunden. Du findest wirklich auch alles wieder, was ich verliere. Irgendwie schon, ne? Vielleicht ist das dann ein Zeichen. Ein Zeichen? Ja, ein Zeichen, dass wir uns gegenseitig ergänzen. Du verlierst deine Sachen und ich finde sie. Ich mag die Art, wie du die Dinge siehst. Dankeschön. Ich meine, ich bin halt toll. Er scheint sich zu amüsieren. Das ist super. Wir sind alle happy und können jetzt zu mir nach Hause gehen. Los geht's. Los geht's. Was ist? Ich weiß jetzt jedenfalls, was ich dir zum Geburtstag schenke. Was denn? Ein GPS! Da kannst du dich für das Geschenk mit meinem Bruder zusammentun. Er plant mir dasselbe zu schenken. Tja, da siehst du mal, dass wir ähnlich sind. Ich meine, insgesamt, Lysander und ich sind uns zumindest ziemlich ähnlich. Wir sind beide Skorpionen, haben beide im November Geburtstag und haben beide einen großen Bruder, der Schütze ist. Das ist irgendwie unheimlich, oder? Mal sehen. Kommst du, die anderen warten? Auf geht's! Da wären wir! Lysander! Oh mein Gott, meine Ohren. Entschuldigung für alle, die Kopfhörer tragen. Hä? Diese Stimme. Das ist Nina! Oh mein Gott, lauft! Lysander! Da bist du ja! Ich hab dich überall gesucht! Oh Gott. Sie ist ihm um den Hals gefallen. Oh, wow, 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 wow. Wow, Moment, was soll das? Was soll der Mist? Finger weg! Mein Lysander! Moment, Moment, Moment. Nina, Nina, Nina. Ha. Mit Nina das nicht. Oder gewisse. Da ist ja nur. Ach, sonst lasse ich sie jemand gewähren. Nein! Nina, bitte, wir sind mitten auf der Straße. Lass ihn sofort in Ruhe! Ich habe Lysander am Arm gefasst. Mein Lysander! Mein Lissi-Mausi! Ich liebe ihn! Ich bin überhaupt nicht betroffen, nein. Wie der Hose hat guckt! Merkst du nicht, dass du ihn nervst? Ich. Oh mein Gott, er ist rot geworden. Ist das süß? Oh, Lysander mag uns. Übrigens, wenn das Laufometer nicht so hoch ist, dann reagiert er ein bisschen schnippisch und sagt, das kann ich selber entscheiden oder sowas ähnliches. Wenn es allerdings hoch ist, mag er uns und reagiert natürlich so. Das finde ich so toll. Ich finde es so toll, wenn er rot wird. Das ist so niedlich. Wie auch, guck so. Was, 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 was? Warte, was? Das ist so süß. Nina war gezwungen, ihn loszulassen. Du machst ihn auferlegen. Guck, er ist ganz rot geworden. Ha? Das reicht. Ich glaube, wir sollten uns beeilen. Wir müssen jetzt gehen. Bis später, Nina. What the fuck? Ja, sieh bloß Leine. Ab sofort herrscht K zwischen uns Krieg. Nina will mich umbringen. Endlich, wo hast du bloß gesteckt, Lysander? Am anderen Ende der Stadt? Nein, er war ganz in der Nähe, aber weil er uns auch gesucht hat, sind wir mehrmals aneinander vorbeigelaufen. Entschuldigt die Verspätung, aber ich hatte den Zettel mit der Adresse verloren. War klar. Pech für dich. Du hast leider verpasst. Was verpasst? Rosalia hat die unter. Ich habe Armin auf den Fuß getreten, bevor er wieder weitersprechen konnte. Ich. Du hast mein Stofftier auf deine Kommode gesetzt? Endlich reagiert er darauf. Vollidiot. Das kommt ein bisschen spät.
ich finde es wirklich süß. Ich wusste nicht, dass du dich darüber gefreut hast. Natürlich habe ich mich gefreut, das Stofftier ist wirklich schön. Das. Ich bin bewegt. Wirklich Pluspunkte. Ich glaube, wenn man Lisandras Foto da stehen hat, gibt es Pluspunkte. Oder Kestil. Nee, Kestil geht ja nicht, der ist ja nicht da. Bei Armin habe ich keine Ahnung. Ich glaube, da gibt es nichts. Und bei Nasenia ist das, glaube ich, auch so. Und auf einmal ist der Typ bei 42. What the fuck is wrong with him? Ups, falsch. Ja, ich gehe einfach mal in die Wohnung. Wow. Wow, gut, dass ich das Stoff hier auf meine Kommode gesetzt habe. Yay! Kentin liebt mich, Kentin liebt mich. Naja, er mag mich wieder. Gut, jetzt wo alle da sind, können wir zu den wirklich wichtigen Dingen kommen. Möchtet ihr etwas zu knabbern? Ich habe Chips, Limo, Bonbons, Kekse. Ich habe gesagt, wichtig, wirklich wichtige Dinge. Entschuldigung, ich wollte ja nur etwas zu essen anbieten. Die anderen müssen doch Hunger haben. Kekse, das ist etwas wirklich Wichtiges. Ich hätte gerne ein paar. Kentin, unser keksüchtiger Junge. Wir lieben ihn dafür. Ich habe ihm das eine Paket gegeben und alle anderen haben von dem anderen genommen. Also, wo fangen wir an? Melanie, am besten erklärst du noch einmal allen, was bisher passiert ist, damit alle auf dem gleichen Stand sind. Okay. Ich habe noch einmal allen die ganze Geschichte erzählt, von Debras Auftauchen, meinen Zweifeln, ihren Drohungen, dem Wassereimer, den Amber aus dem Fenster geworfen hat, von Kessel, der nichts hören wollte. Ich habe dabei nur den Moment ausgelassen, als mich Kessel zum Weinen gebracht hat. Ich wollte nicht, dass alle davon erfahren. Erstens soll keiner wissen, dass ich Kessel liebe und deswegen heule, wenn er mich anschreit und wir uns streiten. Und zweitens, ich habe geheult, verdammt nochmal, mitten in der Schule, also bitte. Danke. Hat jemand bis hierhin noch Fragen zu der Geschichte? Wo bekommen wir eine Knarre her? Stopp! Halt! Keine Mordversuche! Armin, aus! 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 Sitz! Platz! Hundeplatz! Hunde aus! Du bringst niemanden um! Wir bringen niemanden um! Auch wenn ich das gerne machen würde, aber wir bringen niemanden um! Kapiert? Kapiert? Illegaler Waffenbesitz ist doch strafbar, vor allem für Minderjährige. Beruhig dich, Armin. Wir dürfen uns nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ich zum Beispiel. Ich hasse sie, aber sie hat davon keine Ahnung und ich würde ihr das nie offen zeigen. Sie würde meine Wut gegen sie ausnutzen und das wäre das Letzte, was wir brauchen können. Davon kann Melanie ein Lied singen. Ja, kann ich. Weiter im Thema. Trotzdem ist das mit der Knarre wirklich vielleicht keine schlechte Idee. Das ging am schnellsten. Hallo? Kitty, du auch noch? Wollt ihr mich eigentlich alle verarschen? Wir könnten sie doch nicht einfach erschießen. Kentin, nein. Armin, nein. Beide aus. Wir gehen niemanden erschießen. Wir kaufen uns keine Knarren. Fertig. Sie machen mir langsam wirklich Angst. Sprich weiter, Rosa. Er ist der Einzige, der bei der Sache Ruhe bewahrt. Naja, so ist unser Lysander halt. Ja, also ich habe überlegt, wie wir es Debra heimzahlen können, ohne dabei albern, vulgär oder gewalttätig zu werden. Dabei hat sie Armin und Kentin streng angesehen. Wenn ihr mich das regeln lassen würdet, ginge es schneller. Ja, so wie du dich bei Emma gerecht hast, ne? Mit dem Kuss und so. Wenn du Debra küsst, bring ich dich um. Hört endlich auf damit! Unser Ziel ist schließlich nicht, im Gefängnis zu landen! Sie ist zwar ziemlich brutal, aber sie ist gleichzeitig durchtrieben. Wir müssen sie also mit ihren eigenen Mitteln schlagen. Sie hat Kennys Kommentar völlig ignoriert. Sollte ich vielleicht auch machen. Nathaniel hat bisher noch gar nichts gesagt. Der ist wahrscheinlich auch ganz ruhig in der Ecke geblieben. Die machen mir Angst, die machen mir Angst, die machen mir Angst. Und wie sollen wir das anstellen? Das stimmt. Ich glaube kaum, dass sie irgendjemanden das so bewegen kann, so einfach wieder zu verschwinden. Sollten wir nicht lieber das Gegenteil versuchen und ihren Manager überzeugen, sie fallen zu lassen? Das Problem ist, dass wir leider nicht seine Telefonnummer haben. Wir wissen noch nicht einmal, wie er heißt. Wir könnten versuchen, das herauszufinden. Vielleicht wird er irgendwo auf ihrem Album erwähnt. Glaube ich kaum.
Genau, ich habe erst vor kurzem eins ihrer Alben gekauft. Könntet ihr mich vielleicht aussprechen lassen? Wir sind sofort alle still geworden. Alter, Rosalia kann einem Angst machen, wenn sie wütend wird. Um sie dazu zu bringen, die Schule zu verlassen, hatte ich die Idee, ihr ein Angebot zu machen, das sie nicht ablehnen kann. Wieder Pate. Ich habe ein Angebot für dich, das du nicht ablehnen kannst. Miep! Durch einen noch einflussreicheren Manager, der aus ihr einen riesen Star macht. Warte mal, ich dachte, der Plan war, uns an ihr zu rächen und nicht ihr auch noch zu helfen. Rosalia, was ist los? Unterbrich mich nicht. Ich rede davon, was sie glauben soll. Der Manager, den wir ihr vorschlagen werden, ist Lee. Hinter mir hat sich jemand an seiner Limo verschluckt. Lee? Der wirkt doch nicht wie ein Manager. Er ist schüchtern, redet nicht viel und ist kein... Er kann das nicht machen. Ich stimme Lysander mal zu. Ich meine, es ist sein Bruder. Er kennt ihn am besten. Und ja, wir haben mitgekriegt, dass Lee ein bisschen schüchtern ist. Der wirkt wirklich nicht wie ein Manager. Ich glaube, Lysanne hat recht. Wartet doch erst mal ab. Wir müssen ihn ein bisschen umstylen, aber danach wird er einen super Manager abgeben. Da habe ich so meine Zweifel. Entschuldigt, aber wer ist Lee? Stimmt, der hat ihn noch nie gesehen. Er ist Rosalias Freund und der große Bruder von Lysanne. Ihm gehört der Klamottenladen an der Ecke. Ah, okay. Und hat Deborah ihn schon mal gesehen? Ich denke mal nicht, oder? Ich weiß es nicht. Ich hoffe ja mal nicht, ansonsten sind wir am Arsch. Ich hätte den Vorschlag nicht gemacht, ohne diesen Punkt vorher überprüft zu haben. Sie hat ihn noch nie gesehen. Wer außer ihm könnte diese Rolle übernehmen? Dick, aber ich glaube, der ist schon wieder nach Australien zurückgekehrt. Und den würde ich bestimmt auch nicht fragen wollen. Der kann von mir aus sonst wo bleiben. Machen wir es also so? Wir versuchen aus Lee den perfekten Manager zu machen? Er wirkt noch nicht wirklich überzeugt. Ja, so machen wir es und damit beenden wir diesen Part auch. Also, wenn er euch gefallen hat, abonniert doch unseren Kanal, drückt auf Gefällt mir, kommentiert und schaltet das nächste Mal wieder rein, wenn es dann wieder heißt Let's Play Sweet Amoris. Bis dann, bye bye!